Hi Leute, Checkpoint Xander hier, ich grüße euch. Wir gehen heute zur nächsten Magierjagd und die ist eigentlich relativ simpel zu finden. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist den Greifhaken und wenn ihr den noch nicht habt, schaut einfach mal kurz in der Beschreibung nach. Dort zeige ich euch, wo ihr den Greifhaken findet. Wirklich einer der wichtigsten Gegenstände und das solltet ihr auf jeden Fall euch holen. Wir gehen hier also einmal links lang. Ganz wichtig, dass wir immer am Anfang die Bären hier einsammeln, denn damit können wir unsere Flaschen aufstocken. Und gehen hier mal links durch, machen hier die Gegner ein bisschen platt. Wie gesagt, ihr braucht dafür den Greifhaken. Und das ist ein Eismagier. Der ist eigentlich schon, naja, ein bisschen stärker ist er schon. Feuermagier haben wir letztes Mal ja schon gemacht. Gehen wir einmal hier hoch. Und wie gesagt, ihr braucht dazu den Greifhaken. Und den Greifhaken benutzt ihr dann hier einmal. Und dann könnt ihr hier den Magier machen, nämlich den Eismagier hier. Gehen wir einmal hin. Und das ist der Zeluszent. Und ja, den können wir jetzt einmal bekämpfen. Entsprechend beginnt die Jagd. Jagd beginnt, verschlinge Zeluszent. Und ja, wie bereits beim letzten Video erklärt, ist die Jagd ja so, dass er uns zeigt, wo er zunächst auftaucht. Also hier passiert jetzt erstmal gar nichts, nicht wundern, das ist aber normal. Ihr seht ja dieser Nebel, der hier kommt, der geht hier so ein bisschen nach links. Das heißt, hier hinten finden wir ihn zum ersten Mal. Gehen wir einmal hier rüber. Hier so ein bisschen aufpassen bei denen. Ihr seht das schon, hier ist der Nebel und da ist er. Da ist er, der Gute. Den müssen wir jetzt so lange verfolgen, bis entsprechend er ja, seine wahre Form erlangt, beziehungsweise bis wir ihn auch ordentlich schaden können. Da rechts ist er jetzt wieder aufgetaucht. Mal ein bisschen aufpassen immer. Aber die kämpfen ja auch gegeneinander, die Leute, was eigentlich ganz cool ist. Und wir versuchen jetzt hier immer in ihn reinzuschlagen, um entsprechend einen hohen Schaden zu machen. Und ihr seht aber, dass der Nebel hier immer so weiterzieht und er zeigt uns ungefähr die Richtung, wo er beim nächsten Mal auftauchen wird. Und da ist er auch schon wieder. Am besten dann hier gleich reinhüpfen, versuchen ordentlich Schaden zu machen. Wenn ihr mal sterbt, halb so wild, dann klickt ihr einfach auf Jagd fortsetzen. Aber versucht natürlich eure Seelen dann entsprechend hier gleich wieder einzusammeln. Euer Salz, wie es ja hier heißt in dem Game. Und da können wir jetzt aber wieder weiter fortsetzen, die Jagd. Müsst also nicht nochmal von Anfang anfangen, was eigentlich ganz praktisch ist. Gerade wenn man hier vorne jetzt noch ist, können wir jetzt hier nochmal immer weiter drauf gehen. So. Können hier natürlich die Gegner platt machen. Vergesst die Sachen nicht einzusammeln. So, dann gehen wir jetzt wieder nach links. Zeigt er ja schon an. Gehen wir aber hier rüber. Jetzt wieder hier hoch. Und da ist er jetzt schon wieder. So, jetzt ist er wieder da hochgegangen. Und wie gesagt, wir versuchen den eigentlich immer bei jedem Mal, wenn wir ihn treffen, ordentlich Schaden zu machen. Ja, sie, die hier herbeiruft, sind natürlich auch nicht so schwach. Bisschen aufpassen. Aber hier durchgrinden. Ja, der ist schon heftig. Hat mich jetzt auch vereist. Ja, eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um da anzugreifen. So. Und dann gehen wir jetzt hier hoch. Eis nicht ganz so schlimm wie Gift oder Feuer. Hält nicht ganz so lange. Und da gehen wir jetzt hier einmal weiter. Gehen hier wieder hoch, wie der Nebel hinzeigt. Gehen einmal hier rüber. Und ja, jetzt können wir noch mal einen Trank nehmen. Könnten natürlich jetzt auch rasten, aber wir gehen jetzt hier direkt rein, um entsprechend nochmal ein bisschen Schaden zu verursachen. So, gehen wir einmal hier die Leiter hoch und der Nebel führt uns ja nach hier oben und hier oben ist auch schon der Boss.
Der trauernde Winter. Und ja, da kann man jetzt erstmal natürlich unsere Attacke platzieren. Eigentlich simpel, auch wieder ähnliche Taktik. Muss hier aber erstmal meine Seelen wiederholen. Das war mir wichtig. Und was hier bei dem ganz gut wirkt, sind auf jeden Fall Brandbomben. Dazu gehen wir einmal hier durch und werfen die dann direkt auf den. Und ja, ihr seht es schon. Sieht echt ordentlich was ab. Kann man auf jeden Fall so machen. Muss man aber nicht. Kann natürlich auch einfach so angreifen. Aber logischerweise sind Brandbomben ganz gut gegen einen Eisgegner. Und da kann man jetzt hier einfach noch ein bisschen reinhauen. Achtung, Eisschaden ist auch am Start. Das geht aber eigentlich. Versucht halt einfach rechtzeitig wieder rauszukommen. Vielleicht mal einen Trank zu nehmen. Und dann sollte der eigentlich kein Thema sein. Ist er auch nicht. Ja, ich hätte ihn jetzt natürlich finishen müssen. Und zwar mit Kreis. Und dann reiße ich ihm sein Herz raus. Und da gibt es natürlich auch eine Trophäe, der Kyromant. Kyromant. Und Mission Complete. Kann man jetzt hier seine Kältekräfte nehmen. So, Eisader, Eislunge, blauer Finger. Haben wir jetzt alles bekommen. Und natürlich ein Magierherz verschlungen. Heißt, entsprechend können wir wieder neue Türen und neue Wege aufmachen, um weiterzukommen. Ja, 2000 Salz haben wir jetzt auch noch erhalten. Ich glaube, 1000 hatten wir schon. Also so ungefähr 1000 mal Salz. Die gehen wir jetzt natürlich einlösen, erstmal, um unsere Stufe zu machen. Und ja, Freunde, ich sage einmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wünsche euch noch viel Spaß. Adios und ciao, ciao.